Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, in dieser Ausgabe möchte ich ein sehr schwieriges Thema ansprechen. Vor etwa 2 Wochen wurde die Pilotstudie über die sexuellen Missbräuche in der katholischen Kirche der Schweiz in den letzten 70 Jahren veröffentlicht. Der Umfang von über 1000 Fällen hat uns alle schockiert und zeigt deutlich auf, dass frühere kirchliche Instanzen bei der Anerkennung und Unterbindung der meisten dieser Missbräuche leider versagt haben. Es gibt keine Entschuldigung dafür, bei einem Missbrauchfall die Augen zu verschließen. Die zahlreichen negativen Stellungnahmen in den Medien gegenüber der Kirche als Gemeinschaft sind völlig verständlich und die Enttäuschungen vieler Menschen ist berechtigt. Wenn die Zeit rückwärts laufen könnte, würde heute alles dafür getan werden, dass es solche schrecklichen Fälle von sexuellen Missbräuchen gar nicht erst gegeben hätte. Aber leider ist es unmöglich, die Vergangenheit zu ändern. An dieser Stelle kommt mein schönes Sprichwort: Gestern ist Geschichte, morgen ist Geheimnis und heute ein Geschenk ins Spiel. Da wir die Vergangenheit leider nicht ändern können, ist es meiner Meinung nach notwendig, die heutigen Möglichkeiten wahrzunehmen, um etwas für heute und die Zukunft zu bewirken. Für mich scheint das Wichtige das zu sein, was wir jetzt tun können. Dabei sollten wir 2 wichtige Punkte nicht aus den Augen verlieren. Erstens, dürfen wir niemals die Opfer solcher Übergriffe vergessen, sowohl die Lebenden als auch die Verstorbenen. Der Schmerz und die Wunden, die durch sexuellen Missbrauch oder andere Formen von Übergriffen verursacht werden, dürfen nicht unterschätzt werden. Das Leid ist enorm und ich glaube, dass wir mehr darauf schauen sollten, was wir helfen können, diese Wunde zu heilen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter kommt mir in den Sinn. Das Hauptaugenmerk lag nicht auf den Räubern, die den Mann verletzten, und auch nicht auf den Priestern und den Leviten, die nicht getan oder dem gefallenen Mann zugesetzt haben. Vielmehr liegt der Blick auf dem Opfer, auf seine Schmerz und seine Schwierigkeiten. Der Fokus liegt auch auf dem barmherzigen Samariter, der dem Opfer geholfen hat. Hier schlage ich vor, dass alles getan werden sollte, um Opfern von Übergriffen, Hass oder Diskriminierung beizustehen. Alle vorgeschlagenen Maßnahmen sollten sicherstellen, dass die Ziele der Fürsorge und der Heilung der Wunden der Opfer an erster Stelle stehen. Zweitens müssen gut Präventionsmaßnahmen ergriffen werden, um dafür zu sorgen, dass sich solche beschämenden Situationen nie wiederholen. Um es deutlich auszudrücken, die Kirche des Bistums Basel hat in den letzten 20 Jahren präventive Maßnahmen ergriffen, um Fälle von sexuellem Missbrauch stark zu reduzieren. Es ist belegt, dass es in den letzten Jahren weniger gemeldete Fälle von sexuellem Missbrauch gegeben hat. Allerdings müssen diese Präventionsmaßnahmen weiter verbessert werden, damit die Maßnahmen im Bereich Nähe und Distanz effektiv durchgesetzt werden können. Das Ziel muss und sollte sein, dass es keine Fälle von Missbräuchen irgendwelcher Art mehr gibt. Und sollte es doch zu einem solchen Missbrauchfall kommen, sollte der Täter oder die Täterin nach allen schweizerischen Gesetzen und den kirchlichen Gesetzen angemessen bestraft werden. Noch wichtiger ist, dass so etwas nie wieder passieren darf. Trotzdem sollten wir in dieser schwierigen Situation nie vergessen, dass jeden Tag wirklich ein Geschenk für uns ist. Es reicht also nicht aus,
nur über die Vergangenheit zu beklagen und Maßnahmen für die Zukunft zu ergreifen, sondern dass wir sollten heute konkrete Schritte für alle Misshandlungsopfer unternehmen. Sowohl in der Kirche, in der Familie oder in der Gesellschaft und in unserer ganzen Welt. Heute ist der Tag, um etwas zu tun. Und wie Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter erwähnt hat, geh und tu dasselbe heute. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.